Nanaki, hey! Schön, dass du da bist. Ja, ich bin in einer kleinen Disney-Sucht. Ganz klein. Nein, sie ist riesig. Wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Aber wirklich sehr klein. Ja, ganz, ganz mini. Ganz, ganz mini. Also. Ja, mich hat das Fieber gepackt. Das Spiel ist ja seit der Early Access raus ist und ja. Ja, Sucht. Jetzt versuche ich hier gerade so ein bisschen Dekoration rauszukramen. Irgendwas, was ich da in mein Gebiet reinstellen kann. Find nur nicht so das Richtige, leider. Gerade. Aber wird. Aber freut mich, dass es dir gut geht. Und schön, dich mal wieder zu lesen. Ich freut mich, dass du reinschaust. Ja, klar, jetzt kann ich die Kiste kaufen. Komme ich gleich dreimal. Habe endlich wieder Zeit, um so am PC zu entspannen. Aber 4 Wochen komplett ausgeschaltet. Ja, gut. Na gut, man muss ja auch nicht immer am PC sein, wenn man den nicht unbedingt zwangsläufig zum Arbeiten braucht. Es sei denn, er ist kaputt, dann ist das natürlich mies, aber. Mein einer Laptop geht nämlich jetzt auch so langsam flöten. Wird schwierig dann beim Umzug. Muss ich auch ohne Internet auskommen. Oder ohne PC. Über 3 Wochen Urlaub, Türkei. Ich hoffe, das war schön. Ich hoffe, ihr hattet gutes Wetter. Oder du. Ich weiß ja nicht, ob du mit mehreren gefahren bist oder alleine. Aber ich hoffe, es war alles zu deiner Zufriedenheit. Aber Urlaub ist schön. War ich im August. Im August war ich unten mit Familie in Bayern. War auch mal wieder ganz schön. Gott sei Dank auch nichts mitgebracht. Irgendwelche komisches Krams. Also, ja. Nach 2 Jahren mal wieder Urlaub. Schön. So. Er hat einfach nichts. Er hat nichts, was ich gerade haben will. Auf Wiedersehen und bis bald. War jeden Tag super. Wetter früh morgens schon 28 Grad und maximale Temperatur von 33. Sehr geil. Sehr geil. Ja, und unser Urlaub ging auch. Also es war nicht zu heiß, es war nicht zu kalt. War super. Will ich nächstes Jahr wieder dahin. Dann drücke ich die Daumen, dass es klappt. Dann drücke ich ganz, ganz fest die Daumen. Ja, nächstes Jahr Urlaub wissen wir tatsächlich noch gar nicht. Weil wir jetzt gerade am Umziehen sind. Und ja, mal gucken. Also noch wissen wir gar nicht, ob wir nächstes Jahr überhaupt den Urlaub fahren. Weil jetzt erstmal Renovierung ansteht und was weiß ich. Ganze Rotz, der halt auf den Umzug zukommt. Also wir sind eigentlich fast 24/7 mit Tapetenkratzen beschäftigt. Die Vorbesitzer des Hauses waren Tapetenfreunde. Und sie haben auch die vorherige Tapete nicht abgemacht. Sie haben einfach immer wieder eine Lage rübergepackt. Läuft super. Da als ich wieder in kalten Deutschland ankam, dachte ich mir, das Wetter verarscht dich. Stunde noch 30 Grad, kommst du abends hier ja, an 12 Grad. Ja. Ja, Deutschland kann es halt, ne? Also, wenn Deutschland eins kann, wechselhaftes Wetter. Läuft immer super. So. Das sieht man. Ach ja, dann ist da wieder diese ekelhafte Lücke. Renovierte Scheiße. In meiner alten Wohnung hatte ich ein Zimmer mit 7 verschiedenen Tapeten. 2 Tage habe ich gebraucht, bis ich alles runter hatte. Ja. Also, da wir leider tagsüber nicht ganz so viel Zeit haben, weil Wauziwurf ist immer mit dabei. Wauziwurf lief hier gerade bei mir auf dem Sofa. Und ja, jetzt ist Frisches. Der hatte heute einen Termin in Düsseldorf, glaube ich.
Da ist er heute hin, also wegen Arbeit. Und jetzt ist er halt zum Haus schon wieder und ackert morgen nochmal weiter, die Tapete abkratzen, sodass ich einen kompletten Raum endlich fertig streichen kann. Also auch mit finaler Farbe. Da kann er nämlich schon den Boden verlegen. Und dann gibt es noch zwei weitere Räume. Gott sei Dank, im letzten Raum müssen wir nur eine Seite oder nur die Decke abmachen, also nur die Decke von der Tapete befreien. Denn alles andere kann man überstreichen. Das ist keine, ich weiß gar nicht, Raufasertapete? Nee, die ist andere. Oh, mit so komischen Mustern und was weiß ich, weiß gar nicht genau, wie die heißt. Das haben meine Großeltern auch gehabt. Drecksding, da kannst du ja nicht drüber streichen. Oh, und Gott sei Dank, dieser letzte Raum muss nicht abgemacht werden. Da muss eine Wand, ich weiß gar nicht, die wackelt ein bisschen komischerweise. Ist halt Leichtbauwand. Müssen wir mal gucken, wie wir das befestigen. Sollte eigentlich durch Bodenverlegung halten. Aber dann, wie gesagt, die Decke. Über Kopfarbeit und ich hasse es. Er kann nicht, weil er hat es mit dem Rücken. Also ich dann die ganze Zeit dieses Scheiße abreißen. Oh, ich habe echt jetzt schon keinen Bock mehr drauf. Ich will einfach nur streichen. Streichen ist das, was ich liebe, aber ich hasse Tapete abkratzen. Es ist echt, es ist ein Graus. Es ist wirklich ein Graus. Wir sind eigentlich auch die ganze Zeit nur am Meckern, wer sich die Scheiße mit den Tapeten ausgedacht hat. Das kann eigentlich nur jemand sein, der Menschen abgrundtief hasst. Also, nee. Ekelhaft. Ich hasse Tapeten. Wir haben auch schon gesagt, sollten unsere Kinder jemals Tapete wollen, ist nicht. Da gibt's nichts mit Tapete. Tapete ist gestrichen. Ich spreche noch am liebsten mit einer anderen arbeiten, kannst du mich sagen. Ja, bei mir auch. Boden verlegen kriege ich nicht so ganz hin. Ja, Fritz kann das eigentlich ganz gut. Er mag halt streichen nicht. Bei ihm sieht das auch immer aus. Ich weiß nicht. Wie so ein Fleckenkauz. So komplett uneben. Und das. Nee. Habe ich immer gesagt, okay, komm, ich streiche, du machst, ne, das andere Krams. Genauso wie Fenster putzen. Bei ihm streifen, streifen, streifen. Also nicht immer. Also, ne. Kommt ja auch drauf an, wie das Licht reinfällt. Aber das sind so Sachen, die liebe ich. Die liebe ich. Das mache ich gerne. Aber ach, Tapete abkratzen. Das ist auch mega Chaos, oder wie? Ja. Das trifft's eigentlich. Nee. Ganz furchtbar. Ich bin froh, wenn wir damit durch sind. Ich habe nichts für diese Stelle. Nicht jetzt. Da muss ich gleich einmal selber durchgehen hier. Es ist nicht in der gleichen. So. Jetzt einmal durchmarschieren. Gucken, ob es passt. Naja, aber wie gesagt, Tapete abkratzen. Nee. Mm-mm. Bin froh, wenn ich es hinter mir hab. Passt, ich muss nur noch hier was überlegen. Oh, kann ich streicheln? Oh. Süß. Was zu Disney? Pass auf die Toren auf. Ja. Aber Rosen gibt es tatsächlich noch gar nicht. Man kann ja hier so einiges hinstellen. Aber Rosen gibt es tatsächlich noch gar nicht. Gibt halt nur hier diese. Dieses hier. Sind aber ja auch keine. Und halt, ja, so komische Büsche. Es ist halt, gut, es ist kein Sims oder kein sonstiges Spiel, wo das geht. Ich weiß nicht, diese Lücken, das, nee, das stört mich. Aber gut, es ist nun mal so.
ist nun mal so, es lässt sich nicht ändern. Aber ja, ich will halt dieses Gebiet hier, das hier, bis hier ungefähr, da kommen dann Beete hin. Also das hier möchte ich halt so parkähnlich haben. Aber der hier könnte ich, aber das ändert leider nichts dran. Das ändert leider nichts dran. Weil es glitscht halt mit dem hier. Der lässt mich ja halt diesen einen Pixel da nicht machen. Diesen einen Pixel lässt er mich nicht machen. Wegen dem hier. Wie gesagt, egal wie man's. Diese Lücke geht halt einfach nicht zu. Und ich möchte es halt so dicht wie möglich halt haben. Also gut. So. Deswegen habe ich jetzt die Büsche hier hingestellt, damit man das nicht ganz so sieht. Also man sieht es zwar, aber man sieht es jetzt nicht ganz so extrem. Aber hier war auch eben schon eine Hin- und Hergewurstelei. Total nervig. Also wie gesagt, es ist halt, ja, noch verbesserungswürdig an manchen Ecken. Aber ein richtig cooles Spiel zum Abschalten. Zumindest wenn man noch sowas steht. Wie gesagt, das Spiel ist jetzt seit es den Early Access gibt. Nee, das meine ich. Ja, ich habe mich verliebt. Gestern kam ja das Update. Jetzt gibt es auch Scar. Und ja, ich suchte. Ich suchte ganz extrem. Ich weiß gar nicht, wo unser Kater rumläuft, unser Löwe. Ja, ja. Der aus König der Löwen. Da ist gar. Ich glaube, mit dem nächsten Update kommt Bully von Toy Story. Oder wie auch immer dieser komische Cowboy heißt. Wurde aber auch Zeit. Hat nur leider nicht die Originalstimme, weil der Synchronsprecher ist ja leider verstorben. Bereits. Aber ist gar. Weiß gar nicht, was haben wir denn sonst alles für Charaktere. Wir haben Merlin, wir haben Wally, Bayana und Maui, Remy, Scar, Ariel, Ursula. Den Dude kriege ich einfach nicht. Charaktere aus Frozen, Rapunzel und halt die üblichen Verdächtigen hier. Also ein bisschen was ist schon an Charakteren da. Dazu ist halt auch gerade wie ein Event. Versuche ich auch gerade so ein bisschen. Weil typisch zu Halloween gibt es jetzt halt hier so Halloween-Krams. Hätte ich natürlich gerne. Weil das passt perfekt in das eine Gebiet. Wir haben nämlich hier so ein Gruselgebiet. Das hier. Das ist recht dunkel. Und da passen halt diese ganzen Halloween-Sachen rein. Das hier. Da kann man das so ein bisschen gruselig-schaurig machen. Und ja. Der Grund, weswegen ich das andere Gebiet gern fertig hätte. Aber ja, es dauert alles seine Zeit. Es dauert alles. Dann hast du hier halt auch Aufgaben. Das ist halt die Hauptquest gerade. Und das sind halt die Charakterquests. Sagen für ein System Spiel hat es echt schöne Animationen. Das auf jeden Fall. Es ist halt. Gut, es ist jetzt nicht vergleichbar mit. Assassin's Creed oder sonstiges, ne? Aber es ist halt echt cool, so als Spiel wie Stardew Valley oder Animal Crossing. Es ist schon echt cool. Hat eine recht interessante Story. Die Königin des Reichs ist halt verschwunden und durch das Verschwinden kam halt das Vergessen. Dadurch sind halt so komische Nachtdornen hier aufgetaucht, die wir halt entfernen müssen. Und wir müssen halt das Reich hier retten. Das ist jetzt auch nicht die umwerfendste Story, aber die ist ganz niedlich erzählt. Und ja, du sammelst halt, craftest, erledigst Aufgaben, arbeitest dich hoch. Kannst dein Geld sinnlos für irgendwelche Shopping-Sachen ausgeben?
Möbel oder sonstiges. Gut, der Laden hier ist jetzt schon leer gekauft, aber immer um 10 erneuert sich das. Ich könnte jetzt noch die Lampe kaufen, aber die habe ich schon dreimal. Und ja, dann sieht es ungefähr so aus. Mit den Kleidungssets zum Beispiel. Ich habe nicht übertrieben, nein. Ich habe auch kein Problem, nein. Das ist jetzt eine kleine, aber interessante Story, jetzt gar keine. Das stimmt, das stimmt. Also ich war anfangs sehr, sehr skeptisch bei dem Spiel. Ich habe es mir zwar vorbestellt. Ich hatte es mir zwar vorbestellt, aber ich dachte so, ist es denn überhaupt was für mich? Weil ich bin eigentlich aus MMOs und sowas. Ich bin ja überhaupt kein Sammler und Crafter. Das kann ich nicht ab. Stardew Valley ist schön, habe ich mich ja nie großartig reingetraut. Animal Crossing besitze ich ja noch nicht mal. Ich habe noch nicht mal die Konsole für. Da dachte ich, gut, komm, versuch's das einfach mal. Und ja, das Ergebnis, ja, über 100 Stunden bald auf der Uhr. Ja, ich habe auch überhaupt kein Möbelproblem. Mm-mm. Gar nicht. Habe ich mir auch fast alles nicht selbst gekauft. Nein. Ja, man kann dann auch so kleine Begleiter haben. Die kannst du dir dann auch, ich sag jetzt einfach mal, erfarmen. Also du musst halt wissen, was ihr Lieblingsfutter ist und dann kannst du sie halt bestechen, dass sie mitkommen. Dann kannst du sie halt auch auswechseln. Und ja, dann laufen sie halt. Ich habe gerade keinen Begleiter neben mir. Oder, nee, der ist draußen, glaube ich. Kommt, glaube ich, nicht mit rein. Nein. Nein, ich habe kein Problem. Überhaupt nicht. Begleiter, ja. Den hier hat man halt bekommen als Vorbesteller. Der war aus dem letzten Event. Und ja, den kriegt man halt auch durch die Story, auch von Vajana. Das ist aus dem jetzigen Event. Und ja, dann kann man sich hier auch seine Begleiter quasi aussuchen, die mit einem rumlaufen sollen. Ich habe gerade den Event Waschbären, der ein bisschen leidet, weil seine Augen zugenäht sind. Teilweise gibt es auch ganz niedliche Musik aus den Filmen selber. Und ja, so viel ist eigentlich, ja, so viel dazu. Hier gibt es halt noch tägliche Aufgaben. Also das hier sind tatsächlich die täglichen und dann gibt es halt noch so einzelne Sachen, die du halt hier hochspielen kannst, damit du halt Dreamlight bekommst. Dadurch kannst du dir dann halt wahrscheinlich dann später, wenn auch noch neue Gebiete kommen, mehr Gebiete freischalten, mehr Welten freischalten, die du besuchen kannst. Und ja. Was für ein schönes so viel dazu. Im Groben zum Spiel. Also ich wollte hier weiter dekorieren. Also es ist ganz cool. Zumindest für die Leute, die sowas halt mögen. Ich könnte jetzt den Zaun hier auch weiterziehen. Jo. Und wie gesagt, ich bin jetzt hier gerade am Dekorieren und schick machen. Ist jetzt quasi das erste Gebiet, was ich halt wirklich fertig machen will. Und ja, mal gucken. Da habe ich dann wieder das gleiche Problem. Ich lasse es bei einem. Ich lasse es einfach bei einem. Nee, sowas will ich nicht. Nee, sowas will ich auch nicht. Der ist halt eigentlich ganz cool. Ich habe halt auch bei vielen gesehen, wie die das halt teilweise echt schön gemacht haben. Und ich denke mir immer so, okay, so schön wird es bei mir bestimmt nicht. Sumpfweide, Ja, ich mische das halt alles so ein bisschen. Weil eigentlich ist dieser Bereich auch recht duster gewesen. Aber, ja, nee, ich will es ein bisschen bisschen freundlicher. Und das ist wie so ein richtig schöner Garten.
könnte hier jetzt eigentlich die Pflanzen hin pfeffern. Geht das? Habe ich Pflanzen mit? Ich sollte vielleicht so rumgehen. So. Ja, ich habe hier relativ viele Pflanzen. Mein Inventar ist mehr als voll. Auch da habe ich ein Problem. Aufteilen. So, kann ich die im Bearbeitungsmodus verschieben? Geht. Sehr gut. Zu Hause angekommen. So. Die kann ich jetzt hier überall verteilen. Ist hier so die Frage, was ich da reinpacke. Irgendwas Cooles will ich da reinpacken. Das ginge zum Beispiel. Könnt ihr auch so ein Blümchenfahrrad reinpacken? Oh. Ja. Eine Kackfahrt, no. Ich habe zumindest auf der Map gesehen viel Stau. Zumindest war es sehr viel rot. Das ginge. Geht aber halt nicht komplett mittig. Ich weiß noch nicht, ob ich das so lasse. Oh ne, wie nur. Mein armer Schatz. Aber jetzt bist du ja zu Hause. Quasi. So halb. So halb zu Hause. Weg weiter zum Hauptplatz. Ich will noch was zu beißen organisieren. Wäre nicht verkehrt. Nee. Nee, das passt nicht. Ich habe hier auf jeden Fall noch die Dinger. Die kommen auf jeden Fall hier hin. Schön los, bis später. Alles klar, Frisches, mach das. Ich würde ja sagen, bring mir was Leckeres mit, aber ich habe da nichts von. Kürbisstapel. Den packen wir da mal mit hin. Hier kann man so ein paar Heuballen hinmachen. So, und jetzt muss ich erstmal die Sachen da entfernen. Da weiß ich einfach noch nicht. Ich hätte gerne so eine Statue.
Aber die vom Löwen möchte ich da eigentlich noch nicht reinpacken. Weiß ich nicht, finde ich noch nicht passend. Genauso wie ich noch nicht weiß, was ich hier komplett hinmache. Vielleicht hier auch noch so einen kleinen Pattweg, der nach hier durchführt. Ich weiß es nicht. Kann es beim besten Willen nicht sagen. Oh, Fauzi liegt da immer noch. Fauzi liegt immer noch hinter mir. Also, hinter mir auf dem Sofa. Na gut, aber die Ecke könnte ich jetzt schon mal fertig machen. So ein bisschen soll man auf jeden Fall das Wasser durchsehen. Bis hierhin braucht auch nichts weiter. Ich weiß, das Dekorieren ist nicht immer das Spannendste. Nee. Kleiner Ahorn. Eiche. So. Felsen. Es passt farblich nicht ganz. So. Man kann es leider halt auch nicht so schräg stehen. Es geht halt nur in diesen Richtungen. Und nicht ganz so super. Das passt schon irgendwie. Moosbewachsener Stamm. Huch. So. Gestrüpp. Bist du diese jetzt Mischung vom Style oder hast du dich für eine Richtung entschieden? Ich mach das halt so ein bisschen wie so ein klassischer Park. Aber von den Bäumen werde ich es mischen. Weil es gibt ja. Pro Gebiet gibt es ja unterschiedliche Bäume, außer Ahorn. Ahorn ist gefühlt überall vertreten. Von den Bäumen her werde ich es auf jeden Fall mischen. Vom Stil her halt so ein bisschen klassisch. Also jetzt nicht so total verspielt wie... Warte mal, habe ich irgendwas als Beispiel? Jetzt hier nicht mit sowas drin oder so. Das nicht. Also ländlich klassisch. Wenn das eine Richtung ist. also das halt wirklich für dieses Gebiet. Also zumindest, wie gesagt, bis hierhin. Hier weiß ich noch nicht. Ich glaube, hier wäre es halt ganz praktisch, wenn man aufs Winter-Event wartet. Hier möchte ich tatsächlich so eine kleine Stadt machen. Also mit vielen Backsteinwegen und so. Hierfür habe ich noch gar keine Idee. Also wirklich gar keine. Hier halt Strandfeeling. Ich glaube, die Ecke recht natürlich. Und hier halt, weil hier auch mehr Platz ist, halt mit richtig hübsch gestalteten Wegen. Also ähnlich wie ich es jetzt halt auch hier mache. Nur nicht mit der Art von Pflanzen. Und für den Sumpf habe ich mir noch gar nichts überlegt. Beim Sumpf keine Ahnung. Wirklich nicht. Es
weiß ich nicht, was ich mit anstellen soll. Genauso wie die Ebene von König der Löwen hier. Keine Ahnung. Und hier hinten möchte ich halt ein Halloween-Gebiet draus machen. Aus dem hier. Weil es bietet sich einfach an. Also ich kann... Ja gut, ich kann halt auch die Bäume und alles umstellen, aber trotzdem der Boden und alles, es bietet sich an. Da halt so ein richtiges kleines Halloween-Ding draus machen. Das wäre dann halt auch das nächste. Also ziemlich viel wurde, ja. Eindeutig. Und ich könnte mir vorstellen, dass halt auch noch Gebiete dazukommen irgendwann. Weil es gibt halt noch recht viel Platz in alle Richtungen. Aber ja, so ein paar Gebiete sind durchgeplant. Und hier kommt dann halt in dem Gebiet, weil hier ist mein Haus. Und hier kommt dann halt ein kleiner Bauerngarten und sowas hin. Also richtig gemütlich. Das hier steht jetzt gerade einfach nur so placebo-mäßig drin. Das Haus selber kannst du von drin auch noch gestalten. Also, ja, das zeige ich einmal ganz kurz. Stimmt, hier kommen... Vielleicht kommen hier auch noch mehr von diesen Marktständen hin. Mal gucken. Das würde sich recht gut machen. Hier ist mein Haus. Man kann 20 Etagen, glaube ich, haben. 20 oder 24, bin mir jetzt nicht sicher. 7 habe ich schon. Und du kannst hier halt auch jeden einzelnen Raum gestalten. Das hier ist jetzt quasi die Eingangshalle. Brauche ich noch mehr Ausstellungsstücke. Hier soll zum Beispiel die Küche reinkommen. Hätte ich jetzt zum Beispiel... bei Haushalt drin? Nee, aber ich hätte jetzt auch Kamine und sowas. Notwendiges. Ist hier drin? Ja, hier ist zum Beispiel ein Backofen. Könnte ich mir reinstellen. So eine richtige kleine Theke. So eine Küchenzeile. Ja, so Abstellfächer für Töpfe und sowas. Gut, Betten und sowas gibt's auch. In verschiedenen Varianten. Sofas kannst du dir hinstellen und ach, was weiß ich nicht alles. Also, ja. Du hast sehr viel Möglichkeiten, deiner Kreativität freien Lauf zu lassen. Ich könnte jetzt auch hier zum Beispiel so einen Erdbeer-Schokoladen-Streuselbodenbelag machen. Also richtig zuckersüß. Dann gibt es halt auch so normale Böden. Ja. Dann kann man hier halt ein bisschen Richtung Sonne, Mond und Sterne machen. Himmlisch, wie es hier heißt. Kannst es natürlich auch komplett abgegrenzt machen. Man hat sehr viele Möglichkeiten. Ja. Ja. Also quasi in dem Spiel ist eigentlich nichts unmöglich. Du hast alle Möglichkeiten, dir das irgendwie schick zu machen. Kannst dir auch die Wände gestalten. Und kannst dir auch immer mehr freischalten. Also desto mehr du mit den Charakteren interagierst, kriegst du immer mehr solcher Sachen dazu. Wenn du Aufgaben erledigst, kannst du zufällig auch solche Sachen kriegen. Wenn du bei Dagobert einkaufen gehst, kannst du auch solche Sachen kriegen. Das ist ganz viel. Sogar dieser Wohnbelag. Ich bleib gleich fliegen. Ja. Du kannst auch, warte, wir machen es erstmal ganz extrem. Wir machen einmal den zuckersüßen Bohnen, den Erdbeer-Schokoladenstreusel. Und dann machen wir noch karamellüberzogene Erdbeer-Schokoladentorte-Wand. Kriegst du erstmal den pinken Schock deines Lebens. Aber du kannst dich dein Leben lang durch das Süßkram durchfressen. Es ist, also, möglich wäre es. Ist doch ein schöner Raum. Also, ja, man kann viel machen. Man kann auch viel Unfug mittreiben. Aber machbar ist fast alles. Du kannst auch, wenn dir dein Charakter zum Beispiel nicht gefällt, du kannst ihn halt, wie gesagt, jederzeit umziehen. Du kannst zum Beispiel auch jederzeit deine Augen ändern, wenn dir die nicht mehr passen sollten. Für Frauen, ganz wichtig, du kannst deine Frisur ändern.